Ich wollte euch ja noch meine Outfit zeigen, die ich so im Sommer getragen habe. Und dazu, ja, wollte ich mich einfach ein bisschen vom Sommer noch verabschieden. Eigentlich bin ich echt nicht so der Sommermensch. Heißt, mir ist immer zu warm, aber ich weiß nicht, dieses Jahr war irgendwie alles anders. Und der Sommer hat mir tatsächlich sehr gut gefallen. Und ich bin ein bisschen traurig, dass er vorbei ist. Ja, ich hoffe, euer Sommer war auch schön. Also, ihr könnt mir ja schreiben, vielleicht, was ihr so gemacht habt oder was an dem Sommer toll war. Für mich war wirklich alles schön, würde ich mal sagen. Ja, das sind hier noch die Eindrücke. Und dann kommen gleich meine Outfits. You off the ground, oh no. Take time, do what you're gonna do. Just smile, you're gonna see it through. Your wings are gonna sprout and you will learn to fly. Okay, bei Outfit Nummer 1 war ich mit Freunden in der Stadt. Und ja, wir waren etwas essen und ja, so war ich angezogen. Ich wollte unbedingt das schöne Oberteil von H&M anziehen. Mit diesem, ja, Stein an der Seite. Das Oberteil mag ich wirklich sehr gerne. Und ja, ihr habt es vielleicht schon gesehen, ihr könnt mich gemeinsam mit mir selbst auslachen. Ich habe Krümel auf dem Rock und auf der Strumpfhose. Also das gibt mir wirklich ein Denkzettel. Erst das Outfit filmen und dann vielleicht essen oder einfach danach die Krümel entfernen. Die Kamera hat übrigens Mimi geführt, deswegen wackelt das so manchmal. Sie hat nämlich immer eine sehr wüste Kameraführung. Und dann musste mir Anna da noch über eine Schwelle drüber helfen. Dankeschön. Und netterweise hat sie auch mein Täschchen getragen. Dankeschön. Ja, ja. So mache ich das immer. Ich drücke immer meinen Freunden meine Tasche in die Hand, ne? So macht man das. Und im Nachhinein ist es noch lustiger zu sehen, wie meine Freunde da ihre Jacke anhaben, weil sie frieren. Und ich? Ja. Ich bin mal wieder viel zu dünn angezogen. Also Leute, nehmt euch an mir kein Vorbild. Das ist mein Abschlusswort. Oh mein Gott! Oh, einer bleibt zurück. Wie traurig ist das denn? So, das zweite Outfit kennt ihr schon so ungefähr von mir. Ich habe mich nochmal in mein Gardinenkleid geschmissen. Ich war nämlich auf einer Diamanten-Hochzeit eingeladen und mein Gardinenkleid hat sehr gut zu den Gardinen gepasst. Ich wollte es euch jetzt nochmal zeigen, weil ich dieses Mal mit anderen Schuhen kombiniert habe, so goldene. Und die fand ich dafür eigentlich auch ganz passend. Blöd war nur, dass die mega mäßig gedrückt haben, die Schuhe. Beim dritten Outfit wollte ich euch das Kleid zeigen, weil ich das einfach wunderschön finde. Die Farbe ist einfach so schön sommerlich, das möchte ich nächstes Jahr unbedingt wieder tragen. Und ja, diese dämliche Tröte gehört nicht zum Outfit. Die habe ich nur vergessen wegzulegen. Alles andere, ja, habe ich schon ziemlich lange. Und ja, zum Beispiel den Cardigan werdet ihr auch noch oft sehen heute. This song may never make the radio. Als nächstes kann ich euch noch mein Outfit von Hamburg zeigen. Und fragt mich bitte nicht, was da auf dem Boden steht. Ich habe jetzt erst gemerkt, dass da irgendwas auf dem Boden steht, als ich angefangen habe, das Video zu schneiden. Bei dem Outfit finde ich ja meine Schuhe am schönsten. Also habe ich euch ja schon mal erzählt, dass ich die einfach total gerne mag, diese Schuhe mit dem roségoldenen Metall vorn. Die Tasche passt zwar farblich nicht so zu dem Outfit, aber ich fand es einfach lustig, eine Prag-Tasche in Hamburg zu tragen. Ja, irgendwie fand ich das toll. That may be all I'll ever need. Until the day they carry me away, I'll be a man of many words. But when it comes to her, I don't know what to say. So, beim vorletzten Outfit war ich einen Tag an der Nordseeküste. Leider war das Wetter nicht so optimal. Ja, mein Outfit war so rot-weiß gestreift. Und irgendwie, ja weiß nicht, sah ich dann aus wie ein Leuchtturm. Deswegen habe ich mir dann noch mein Jeanshemd angezogen. Hier noch meine Ringe. Ich habe mittlerweile so eine richtige Ring-Obsession entwickelt. Also da muss ich euch auch mal ein Video zu machen. Maybe I'm crazy. She could be my baby.
that may be all I'll ever need. I said maybe I'm crazy. So, und dann kommen wir auch schon zum letzten Outfit. Das sogenannte Party-Outfit von mir. Naja, also für mich bedeutet Party jetzt keine Disco, sondern ja, ich war bei jemandem zu Hause und da halt Party gemacht. So, dafür fand ich es eigentlich ganz passend. Ich habe irgendwann aufgehört, nach einem Paillettenoberteil zu suchen. Stattdessen habe ich mir jetzt einfach einen Paillettenrock gekauft und das war wirklich ein wirkliches Schnäppchen. Also von 70 Euro auf 20 Euro reduziert. Da fand ich dann 20 Euro auch völlig in Ordnung. Okay, das war dann mein letztes Sommervideo. Und so eine kleine Liebeserklärung an den Sommer, könnte man schon fast denken. Nee, ich fand ihn wirklich sehr schön. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video auch gefallen. Die Outfits haben euch vielleicht gefallen. Ihr könnt mir da gerne Verbesserungsvorschläge machen, da ich wirklich nicht so gut im Kombinieren bin. Aber ich gebe mir da echt schon viel Mühe. Und ja, vielleicht hat euch ja ein Outfit besonders gefallen. Könnt ihr mir ja schreiben. Oder vielleicht würdet ihr auch eins der Outfits selbst anziehen. Ja, lasst mir einfach ein bisschen Feedback da. Und ich muss jetzt im Sommer Tschüss sagen. Und hoffe aber dennoch, dass er nächstes Jahr wiederkommt. Und wir sehen uns dann in ein paar Tagen wieder. Tschüss! I guess we'll never